Ich habe heute Lust auf Kekse, aber keine Kekse, die sehr aufwendig sind und lange dauern, sondern Oreo-Kekse. Sind schnell gemacht, schmecken jeden und sind richtig einfach. Wenn ihr gespannt seid, wie man sie zubereitet, dann bleibt doch jetzt dran, denn ihr bekommt jetzt das Rezept. Die erste Zutat, welche wir vorbereiten müssen, sind 130 Gramm Oreo-Kekse. Diese müssen wir zerkleinern. Das könnt ihr entweder in einer Küchenmaschine machen oder in einen Sackerl und haut dann mit einem Gegenstand wie mit einem Hammer drauf. Die Oreo-Kekse sollen nicht zu fein zerbröseln, aber schon so, dass wir ein paar Stücke haben. Bevor wir anfangen, den Teig zusammenzurühren, stellt bitte den Ofen schon mal an auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und dann braucht ihr eine große Schüssel und in die Schüssel könnt ihr schon mal 250 Gramm Mehl eurer Wahl geben. Dann kommen 180 Gramm Zucker oder Zuckersatz hinzu. Ein Teelöffel Kichererbsmehl. Keine Sorge, das schmeckt man später nicht mehr raus, aber wir brauchen es als Eiersatz. Dann folgt ein guter Teelöffel Backpulver. Und wir können die nicht trockenen Zutaten hinzugeben. Das wären etwas Vanillepaste. Wenn ihr möchtet, kann auch noch etwas Vanilleextrakt hinzu. 200 Gramm Margarine, am besten zimmerwarm. Zwei bis drei Esslöffel Apfelmus, je nachdem, was für Mehl ihr verwendet. Und eure Oreo-Stückchen dürfen jetzt natürlich auch hinzu. Solltet ihr das Ganze aber nicht von Hand verrühren, sondern mit einer Maschine, gebt sie lieber später runter, damit sie nicht zu fein werden. Nun das Ganze einmal zu einem Teig verrühren oder verkneten. Es sollte ein richtig schön klebrig, kompakter Keksteig entstanden sein. Und ihr könnt vielleicht sehen, es sind ein paar gröbere Stückchen drin. Und die kleinen Stückchen haben den Keksteig Oreo-Schokoladenbraun eingefärbt. Da der Keksteig so klebrig ist, müssen wir ihn mit etwas angefeuchteten, nassen Löffeln auf das Backblech setzen. Und natürlich solltet ihr Backpapier verwenden. Einfach ein bisschen Teig entnehmen. Ungefähr einen Löffel an Masse. Dann kurz in den anderen Löffel geben und aufs Backblech setzen. Ihr könntet das auch platt drücken. Ich lasse es allerdings als Häufchen, beziehungsweise drücke es nur minimal platt. Und so machen wir nun weiter, bis der ganze Teig aufs Backblech Platz genommen hat. Legt die Kekse bitte nicht zu dicht aneinander und schaut, dass ihr ein bisschen Freiraum habt. Solltet ihr noch Teig übrig haben, dann nehmt euch lieber noch ein Backblech mit Backpapier und gebt dort den restlichen Teig drauf, anstelle alle auf ein Backblech zu quetschen. Wenn euer Ofen fertig vorgeheizt ist, kommen die Kekse für 10 bis 12 Minuten hinein und dürfen schön backen. Anschließend müssen sie dann nach dem Backen etwas auskühlen, da sie meistens noch recht weich sind, wenn sie aus dem Ofen kommen. Wie ihr sehen könnt, die Kekse kuscheln sehr gerne miteinander, was nicht schlimm ist, denn ihr könnt sie natürlich später wieder trennen und dann habt ihr wirklich einzelne Kekse oder Drillingskekse, drei nah aneinander oder ihr plant einfach ein bisschen mehr Platz ein. Sind eure Kekse dann gebacken, nehmt sie aus dem Ofen raus und lasst sie vollständig erkalten, damit sie schön fest sind, denn sie sind jetzt noch ein bisschen weich. Übrigens noch ein Profi-Tipp, da die Kekse so schön groß und flach sind, macht eine Kugel Eiscreme dazwischen und esst sie wie ein Sandwich. Das schmeckt richtig gut und ist mit den Keksen sehr, sehr gut geeignet. Und dann könnt ihr auch schon eure Kekse vernaschen oder natürlich sie auch noch ein bisschen dekorieren und verzieren. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachbacken, ein gutes Geschmackserlebnis und bis zum nächsten Video. Tschüss!